Herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD. Leute, ich hab's endlich vollbracht. Ich habe die Traumfänger gelevelt und jeden Fertigkeitslink vervollständigt. Das werde ich euch nachher auch noch zeigen. Aber jetzt spielen wir erstmal mit den Traumfängern eine Runde. Nein, ich möchte euch einfach nur die Spielzeuge zeigen. Das habe ich im Let's Play nicht gemacht. Ne, man kann hier ein bisschen mit dem Huma albern. Deswegen machen wir das jetzt mal. Just for fun. Wir haben den Ballon, der ist richtig scheiße. Den habe ich mal persönlich privat ausprobiert. Warum ist der scheiße? Ganz einfach. Weil man mit diesem blöden Touchpad arbeiten muss. Ja, das Spiel ist ja für 3DS erstmalig erschienen. Und da musstest du einfach nur auf den Touchscreen drücken. Hier musst du jetzt mit der Touch-Taste bauen. Das ist unmöglich. Also, wie willst du da aimen? Ich muss jetzt hier irgendwie... Ich weiß nicht, wie es geht. Das ist so bescheuert. Ja. Das ist dumm. Das ist dumm. Hier. Hier. Keine Ahnung. Hier. Seht ihr das? Seht ihr das? Seht ihr das? Ich habe keine Ahnung, wie es geht, Mann. Das ist doch komplett bescheuert. Hier. Mit Controller. Mit Controller. Ja, ich drücke hier einfach nur drauf. Mal geht's nicht. Es ist... Hier. Ja, ich drücke die ganze Zeit. Das geht nicht. Das ist so fucking scheiße. Wow, ist das dumm. Die anderen Minispiele sind hoffentlich besser. Weil das mit den Ballons? Nein, da könnt ihr mich mit jagen. Was ist das? Wasserfass, das habe ich selber auch noch nicht gemacht. Schiebe Geister innerhalb des Zeitlimits durch das Wasser, um Preise zu sammeln. Hey? Hey? Was? Was? Wasserfass? Keine Ahnung, Mann. Ach so. Alright, Pinball also. Okay. Das ist ja süß. Pinball ist ja witzig. Irgendwie. Na! Junge. Ja, und jetzt? Ach so, da kommen neue Sachen. Ja, und der andere ist jetzt weg forever? Der da runtergefallen ist? Das ist ja... Das ist ja unerhört, sowas. Nee, weiß auch nicht. Ist jetzt wirklich weg, oder was? Wow. Ja, das ist aber ganz cool, ne? Pinball? Hast du also Pinball? Nee, das ist gut. Macht Spaß. Das ist ein echt gutes Minispiel. Holy shit. Ja, auch die Truhe, die du einsammeln kannst. Das ist echt gut. Doch. Das taucht. Vergleich das mal mit dem Crap von dem. Das ist gut. Nice. Das macht Spaß. Könnt ihr den ganzen Tag spielen. Nee, ernsthaft, das ist wirklich gut. Wow. Coole Sache. Was haben wir hier? Das ist diese VR-Brille, ne? Ja, die habe ich schon mal. Irgendwie... Naja, da musst du die versorgen, genau. Mit dem, was sie haben wollen. Seht ihr das? Die sagen rotes Bonbon oder blaues Bonbon. Der will rotes, der will blaues. Das ist auch relativ chillig. To be honest. Gut. Guck, da kommen auch andere Traumfänger random dazu. Was ganz witzig ist. Die Musik, ey. Ah. Ja. Ja, der hat's noch bekommen. Nice. Dass man da so schnell ist, weiß ich nicht. Ich bin es jedenfalls nicht. Also rechts ist blau, links ist rot. That's all. Wenn das drin hat, dann ist man hier auf jeden Fall etwas besser. Ich glaube, da habe ich ein falsches Bonbon gegeben gerade. Ja, weiß nicht, Mann. Das Pinball-Spiel hat mir bislang am besten gefallen. Aber es war es auch schon. Es gibt nur diese drei Spiele. Denn hier die Farbpistole. Die möchte ich jetzt eigentlich nicht umfärben, die hier sind, to be honest. Vielleicht tausche ich jetzt gleich mal aus. Da können wir gleich mal schauen. Was wir aber auch machen können ist... Nein, Fähigkeitslinge will ich jetzt nicht. Hier schon mal gucken. Hier kannst du nämlich den Traumfängern unterschiedliche Sachen geben. Yay. Und die erhöhen dann auch die Werte.
Also er hat zum Beispiel jetzt plus 1 Angriff noch bekommen. Der Eilsaurus. Das erhöht die Defensive, so als ich weiß. Ja, die kannst du den einfach hinschmeißen. Erhöht die Freundschaft. Gibt Punkte bei dem Fähigkeitslink. Kann manchmal die Natur ändern von denen. Und so weiter und so fort. Ganz nett auf jeden Fall. Hier ja, hab ich nur 7 Stück von. Ja, echt fucking selten, ne? Hier. Da, Block Schoko 3, ey. Heilige Scheiße, Magieresistenz. Wird da verbessert, aber keine Ahnung, wo man das bekommt. Hab ich so wenig von. Neue Eisraumtüten noch hinlegen. Gönnt euch! Und dann hier zu guter Letzt 3 Königsruhen. Die sind natürlich richtig selten. Die gehen auch richtig ab, wie Schmitz Katze. Los, gönnt euch! Komm, ich schmeiß jetzt ganze Königsruhen ein. Ich mag diese 3 Traumfänger irgendwie mit am meisten. Ich mag auch viele andere noch. Aber die haben sich das jetzt verdient. Weiß nicht. Ich will, dass Gluak irgendwie noch so ein Level abbekommt. Seht ihr das? Diese Leiste da ist ja fast voll. Wie können wir diese Leiste erhöhen? Ich glaube, muss ich nochmal so ein Minispiel machen. So was? Machen wir das doch. Ja, ja, Dornfahren. Läuft bei dir, ne? Bei dir läuft. Ja, machen wir das nochmal. Und zwar das Wasserfass. Das fand ich echt am geilsten. Also, das hat echt schon Spaß gemacht. Und die Farbpistole zeige ich euch gleich anhand von anderen Traumfängern. So, na. Oh mein Gott. Ja, komm. Rüber mit euch, faulen Säcke. Ja, rüber mit euch. Ja. Das macht echt Spaß. Also dieses Pinball-Spiel, das ist super. Nein, Gluak. Ja, danke. Oh Gott. Der Drache. Ja, ich habe auch andere Traumfänger noch dazu bekommen. Aber ich zeige euch die gleich alle. Oh, Donphan. Das Fähigkeitsbrett ist ja bei jedem jetzt vervollständigt. Was heißt vervollständigt? Bei manchen kannst du es nur vervollständigen, wenn du die Natur mehrmals änderst. Auf sowas hatte ich jetzt keinen Bock, aber... Ja, ich habe Brett an sich, wie sie in der Vanilla-Version sind, sage ich jetzt mal, vervollständigt. Das ist doch was wert, oder? Ich denke schon. Läuft. Ey, warum will der nicht voll sein? Der Doofmann. Ey, ohne Scheiß. Krieg mal deine Freundschaftsleiste voll. Ah, hat sich verändert zu Bahamut. Das war aber schon mal so. Guck. Plus 2. Er will die nicht voll bekommen. Ich weiß nicht warum. Ich weiß es nicht. Na, guck, die kannst du halt immer so streicheln. Wenn er einen anbrüllt, dann musst du erstmal das ruhen lassen. Voll blöd. Ja, weiß nicht. Komm, ich schmeiß dir jetzt noch 3 Kuchen hin. Ah, das ist das erstmal. Dann wechseln wir hier gleich die Traumfänger und dann zeige ich euch kurz noch die Farbpistole. Und dann gehen wir nach und nach diese Fähigkeitsbretter durch. Die können wir jetzt eigentlich schon durchgehen, to be honest. Also, das sind jetzt von denen die Fähigkeitsbretter. Ich will euch jetzt hier nicht alles im Detail zeigen, ne, was es für Fähigkeiten dann freischaltet. Vielleicht die heftigsten. Feuersalve und Feuersbrunst. So, das ist basically, glaube ich, Mega Flare von Birth by Sleep. So ein Donphan, er hat richtig viele Punkte. Ja. Was hatte der am Ende noch bekommen? Ars Arcanum. Luftkombo Plus. Ein Kombo Plus. Nette Sachen. Diese Kombo Plus Sachen sind sowieso immer ganz nice. Frost. Eisbomber More. Also er geht so ein bisschen auf die Eisschiene und auch Ars Arcanum. Aber guck mal, der hat gar nicht so viel, ne? Aber die waren sauteuer, die ganzen Fähigkeiten. Die waren sauteuer, Leute. Jetzt mal ohne Scheiß. Die waren extrem teuer, die Scheißdinger. So, das sind natürlich hier die Standard-Traumfänger gewesen. Das waren so mit die ersten, die wir hatten.
Weiß nicht, soll ich den Zottellöwen ändern? Da komm, ändern wir den mal. Ändern wir hier mal die Farbe. I guess. So ein bisschen so aus wie der Dreck weg, ne? Welche Farbe wollen wir denn machen? Rot? Nicht, dass du es jetzt absorbierst. Doch. Oh mein Gott. Du Honk. Oh, absorbiert. Oh mein Gott. Das ist nicht das Blöde bei Farbpistolen. Stellen Sie sich da einfach so vor. Oh, das sieht ja eigentlich schön aus, ne? Ich glaube, ich mach den. Weiß nicht. Einen kleinen Gelbstich da rein? Ja, so? Something like this? Ja, das sieht doch cool aus. Ja, das gefällt mir. Das ist doch eine coole Farbe. Ja, und so kannst du halt mit der Farbpistole agieren. Das war's schon. Mehr ist es nicht. Gut. Fähigkeitslink bei den drei Dudes. Boah, Alter, wie viele Punkte Mauzi hat. Weil ich die noch auf Level 50 alle gelevelt habe. Weiß nicht. Funke. Vigra. AP-Boost und Immunität. Ja, Immunität ist aber nice. Könnt ihr mir sagen, was ihr wollt. Immunität ist super. Bei Dracula. Verwirrschlag. Magiehast. Ja, der weiß nicht. Der hat gar nichts Tolles irgendwie. Bei Solgaleo. Kreiswurf. Ist auch nicht so der Burner, ne? Aber immerhin komme plus. Ja, weiß nicht. Das sind halt die ersten Traumfänger, ne? Die kannst du nicht erwarten, dass die jetzt mega heftig sind. Kannst du einfach nicht erwarten. Ja. Gucken wir mal, wie es bei denen ist. Hui, Blümchen. Die Sphäre. Eisga. P-Boost. Ja, auch nichts Besonderes wieder, Mann. Kecleon, Feuermühle. Nur Feuermühle und? Feuerer, naja. Schlafka bei Tamaschaf und Magiehast. Naja. Wow. Aber oh, Ballon immerhin. Naja. Sind nicht die besten Traumfänger, ihr merkt es schon, ne? Aber die Giftechse, Schnecke. Könnt ihr auch immer. Muss ich jetzt nicht drauf eingehen, aber ihr könnt ja auch immer diese, so ein bisschen die Werte vergleichen. Da steht ja Angriff, Magie, Abwehr, etc. etc. Und die Resistenzen könnt ihr euch auch anschauen. Die meisten sind halt Level 50. Es gibt natürlich ein paar Ausnahmen. Glurak zum Beispiel Level 75. Das ist, glaube ich, am meisten gelevelt. Aber ja, ihr könnt das ja mal im Auge behalten. Dann haben wir hier die Eule. Die hat hier zum Beispiel mehr magische Werte. Wenig Verteidigung. Nur so als Beispiel, ne? Dann wollen wir mal schauen. Giftechse? Oh, hier ist was Interessantes. Charmeur, immerhin. Giftsturz. Geht so auf die Giftschiene. Wer hätte es gedacht als Giftechse? Ravischlag. Hm. Trotzkopf. Ja, das ist das Geilste. Kriegt man auch relativ schnell, ne? Wie ihr hier sehen könnt. Also die Schnecke ist schon nice. Geht so auf die defensive Schiene. Hm. Mit einigen Resistenzen. Ja, doch, die ist ganz gut. Die ist echt not bad. Hilfsboost hat hier die Eule. Ja, erinnert so ein bisschen an die Eule aus The Legend of Zelda Ocarina of Time, ne? Die auch immer so Hilfestellungen gegeben hat. Ich meine, Hilfsboost, das passt ja. Gut, die allwissende Eule mit den Hilfsboostern. Panda-Bär. Sakai-Hu. Und es. Genau. Ja, der war ein Trauerspiel, dieser Panda-Bär. Nein, immerhin hat er Combo Plus gehabt, aber ansonsten ist hier wirklich nicht viel zu holen gewesen. Luftstaccato vielleicht noch. Hm. Gibt auch eine stärkere Version von dem. Den ich mithilfe des Internets rausgefunden habe, wie man den craftet. Ist halt wirklich versteckt gewesen, da gibt es kein Rezept für. Combo Plus. Sonst irgendwas Interessantes? Hier vielleicht? Butalo? Na, mein. Es hat Kollisionsmagnet, Charmeur, Blitzableiter und hier Ballonrei, mein, ne? Aber der ist ganz gut. Hier so ein bisschen Attacken hast, etc. Kann man da arbeiten, definitiv. Aber der andere Geist ist noch viel besser. Gibt ja mehrere davon.
Ja, das sind die nächsten. Es sind einige Traumfänger, Leute. Das ist jetzt natürlich nicht der spannendste Part, aber gehört dazu. Gehört dazu. Ich habe gesagt, ich mache die 100%. Und das gehört für mich dazu. Der Luxorte kennen wir ja bereits. Der war gut, ne? Den habe ich viel verwendet, auch im Let's Play. Scaraborn, das war nervig, mit den Links herzustellen. Eisbrecher hat der auf jeden Fall. Kreiswurf. Frost. Ne, Frostschutz. Nicht Sturz. Verkraft. Linkblocken. Ja, auch nicht so die besonderen Sachen, ne? Hier Schnappi, Antigraf, gell? Kraft hoch und Gravischlag. Ja, Luxor, der hat richtig viel. Vor allem Belunga. Immunität, Item Boost, all solche Geschichten, Leute. I mean, den kann man schon maximieren. Der ist gut. Hat mich auch nie im Stich gelassen, ganz ehrlich. Ein sehr guter Traumfänger. Hier der anderen Fisch. Manche habe ich auch so ein bisschen farblich verändert, ne? Nicht wundern, dass die bei mir anders aussehen. Und da schon meinen Spaß mit der Farbpistole. Da guckt die beiden Seepferdchen. Gretel, der alte Fisch. Fishbone. Hat auch Immunität. Boah, so viel haben Immunität. Das muss ja nur einmal freispielen, damit hast. Damit du was dann für immer hast. Das kriegst du echt relativ schnell. Sinistra-Hieb war da doch für Riku. Magiehast. Ja, der hat ganz viele Hasten. Das ist eigentlich ziemlich geil. Meteorsalve auch noch. Ja, Feuer dazu. Not bad. Eisgar. Frostschutz. Eisra. Ja, der ist nicht so toll, finde ich. Aber nicht so viele Hasten, ne? Ne. Also Feuer-Tatsu war besser. Naja, egal. Ja. Rambi und dann haben wir da noch diesen anderen Käfer. Der ist ziemlich cool gewesen. Gibt ja drei von denen, ne? Richtig heftig. Nekokatze schaltet am Ende auch Hilfsboost frei. Genau, so war das. Guck, hab ich noch im Kopf. Ja, ansonsten ist hier aber auch nichts Besonderes. Schön ist, dass sie wieder so ein paar Sachen boostet und ein bisschen Magie hast dabei hat. Rambi hier. Am Ende mit Perforieren immerhin. Ja, auch nicht so scheiße. Hab ich auch mal eine Zeit verwendet. Butalo. Und Erfahrungsboost. Ganz wichtig. Das hat Suchen hat die Taumelwanze. Eisra. Defender und Combo Plus. Na, immerhin. Ach, scheiße. Gruppe ändern. So, die andere Blume. Da haben wir noch Eddie, den alten Chefkoch. Und natürlich unseren Tyrannrex, unseren geilen Dinosaurier. Ja, der ist richtig geil. Ist echt einer meiner Favorites. So, Bublümchen, Schlafgar natürlich. Best Schlafzauber, den es gibt. Giftsturz, seine Giftblume und Charmeur. Bei Eddie gibt's Luftkombo plus Feuer. Item Boost. Brutalo. Joa. Und hier gibt es natürlich richtig viel geilen Shit. Feuersalve. Und Feuersbrunst. Meteorsalve. Dickschädel. Ja, das lohnt sich schon, ne? Das ist auch ein sehr guter Traumfänger. Sehr, sehr stark. Hilft einem auch gut im Kampf. Doch, doch. Den kann ich wirklich nur empfehlen. Ich habe ja jetzt einige ausprobiert. Und das war einer der besseren. Na guck, da haben wir die Elefanten. Elefantöf. Wurden die jetzt automatisch sortiert? Das ist natürlich doof. I mean.
Nein, die wurden jetzt echt sortiert? Bitte nicht. Ja, ich glaube, es scheint nur so zu sein. Naja, muss ich ein bisschen mehr aufpassen jetzt hier, weil er auf einmal da ist, deswegen. Naja, egal. Ich sehe schon, welche wir hatten und welche wir noch nicht hatten. So, Yagibok. Feuriger hat der. Charmeur auch. Ja, ansonsten nichts Besonderes. Feuermühle wäre hier sonst noch. Quelefanz. Trotzkopf, immerhin. Aber das war's auch schon, ne? Das ist schon die ganze Kunst. Viele Wasserboosts und so, Heilkunst. Ja, hier war wieder das richtig super, Belunga. Sonst noch Final Elixier, also. Das ist schon mal eine Ansage, ne? Und Trotzkopf auch, wow. Also, Ruhrrobbe. Super, mega empfehlenswert und ganz viel Leben plus. Richtig guter Traumfänger. Hilft einem auch gut im Kampf durch die Ballonzauber. Die haben wir noch nicht. Die Katze. Die Katze. Die haben wir auch noch nicht. Genau. Perfekt. Krass, Vogel, ey. Level 53. So, dann gucken wir mal bei denen. Eneko schaltet Erlösung frei. Aber ansonsten auch nicht viel mehr. Ja, diese Katzen sind eigentlich ganz gute Supporter. Du siehst ja halt hier schon Attacken hast, Magie hast, etc. Ne? Guter Support Spirit auf jeden Fall. Gaga Glücke, da muss man so viele Items opfern. Viele. Ja, Farbpistolen waren das. Lohnt sich aber schon, denn man bekommt Esprit und Nilfsboost. Not bad. Charmeur. Und sogar am Ende ein Elixier. Krass, Vogel. Hatte Feuersalbe im Angebot und Luftkomme Plus. Kann sich auch sehen lassen. Finde ich nicht schlecht. So. Genau, hier haben wir Digi-Yagi. Den Hasen, den wir auch sehr viel im Let's Play verwendet haben. Den Hasen und den Pinguin. Also, bei ihm Charmeur. Ja, bei ihm Charmeur. Punkt. Blitzger. Und hier ist Blitzrabe. Ja, nichts Besonderes. Mimi-Hase hingegen hat schon ein paar geile Sachen. Kombo Plus. Aus. Zeit, ziemlich seltenes Command. Prisma-Mühle, naja. Pingu hat Eisbomb-Mor. Und was ist das? Eisgarn. Naja. Könnte besser sein, I guess. Aber ist in Ordnung. So. Genau, hier ist der andere Geist. Ihr seht schon, sind nicht mal bei Hälfte oder so, ne? Es sind schon einige Traumfänger. Egal, ich zeige euch das alles. Könnt ihr mal sehen, was ich alles offscreen gemacht habe, ey. Das war mir echt viel. Viel Arbeit. Der Charmeur. Buhu. Sinistra Aura. Wirklich nicht schlecht. Wenn Riku ganz schnell die Sinistra Aura verleihen möchte. Winstra, oh, das war hell of a ride. Da musste ich noch eine wilde Fantasie sammeln. Fürs Final Elixier. Dickschädel hat er sonst noch drauf. Ja. Und da oben, Charmeur auch. Ja. Nett. Hier haben wieder Hilfsboost für Elektroren. Immunität. Again. Und Spaltwurf. Flieger. Dreierplasma. Genau. Den hatten wir noch nicht, den hatten wir noch nicht. Und den auch noch nicht. Die Giraffe.
Oh, die sind gut gelevelt, ey. Simba fast Level 70. 69, 69. Da konnte ich natürlich nicht weiter leveln bei 69. Spaß. Ja, Wanguin, das war auch interessant. Der hat natürlich einige nette Sachen gehabt. Kombo Plus, Feuermühle. Und halt komischerweise Feuerboosts als Pinguin. Interessant, oder? Wasserboost auch. So, Simba hatte Sanctus. Das ist wirklich ein sehr starker Command. So ein bisschen was von Roxas, Data Roxas. Kino 2. Grenzsturm, Selbstopfer und Trotzkopf. Also lohnt sich schon. Oh. Ganz guter, starker Traumfänger. Giraufbolz hat seine Suchen. Dreierplasma und Esprit. Hat sich auch gelohnt. Jetzt kommen wir schon zu den etwas besseren, ne? Man merkt das schon. Die taugen dann doch ein bisschen mehr. Ceraterror, Igel und Pegasmarts. So, bei Ceraterror, ja, der braucht auch ziemlich viele Punkte, bekommt man tatsächlich Erfahrungsboost. Seine Zoom auch schon wieder und Sinistra hier für Riku. Bei Igel gibt es Luftkombo Plus, wie bei jedem Vogel, basically Auszeit und Guitrombe. Nett. Ach, jetzt habe ich Pegasmart vergessen. Sorry. Bei Pegasmart gibt es Funker, stärkste Version des Funkenzaubers. Und Luftkombo Plus und Prismamühle. Nice, nice. Nein, Gruppe ändern. Gruppe enden. Genau, der letzte Käfer, Bidezer. Und Bidezer soll ja auch so ein bisschen wie diese Katze sein, diese fette Mops-Katze da. So Mops-Katzen-Hybrid. Davon gibt es 4 Stück, ey, krass. Und Kiba Tiger, der ist auch nice. Hier, Tiny Tiger. Richtig, richtig gut. So, bei Taiho-Käfer gibt es Erlösung, Antigravga. Na, das war's auch schon. Und das Sinistra-Feuer gibt es relativ schnell. So, bei Bidezer gibt's Vanitas. Genau, da gibt's das nämlich. Der Unsichtbarkeitszauber, den ich euch auch schon gezeigt habe. Spaltwurf. Ja, das war's basically. Tiny Tiger, Dunkelspleißer, Sinistra-Aura. Erfahrungsboost und Selbstopfer. Hab ich denn hier oben wirklich alle gezeigt? Oh. Okay, hier haben wir wieder die ersten zwei, die wir auch schon hatten. Da war Prinz Kairu. Die Miezeblume und den Zauberhasen. Das war einer der Secrets. Nee, Quatsch, das war kein Secret Spirit. Den habe ich schon im Voraus wieder gekauft. Ich habe ein bisschen offscreen das nochmal gemacht. Hier die Flinkenflitzer. Und da gab es ja die Formel für den Zauberhasen. Deswegen habe ich dann schon gecraftet und natürlich auch gelevelt. So, Prinz Kairu, der hatte Kombo-Meister, richtig nice, Arsakanum relativ früh und Sanesuken und Reierplasma. Miezeblume, das hat sich richtig gelohnt, Funker gibt es hier nämlich und Dickschädel und Sanctus nochmal, also richtig gute Sachen. Braucht auch richtig viele Punkte, Miezeblume. Zauberhase hat Frost und Feuersalve, also so Eis und Feuer. Und Sinistra-Barriere auch. Ja. Ja.
So, ach, hier sind ja schon die Letzten, ich bin dumm. Weil hier sind halt freie Slots noch. Warum auch immer. Das sind alle Traumfänger, die es gibt in dem Game. Werde ich euch gleich noch zeigen. So, das sind die drei Letzten. Und das sind auch alles Secret-Traumfänger gewesen. Die habe ich nur mit Hilfe des Internets craften können. Weil am Ende habe ich gesehen, mir fehlen ja noch welche. Dann habe ich mal recherchiert, welche gibt es alle. Und habe ich verglichen, habe ich den nicht. Und da stand genau, welche Materialien du benötigt hast. Also einfach eingeben, Traumfänger, Kingdom Hearts Dream Distance. Dann kommt so eine Liste und dann steht genau, wie du die craften kannst. Und so habe ich die noch gefunden. Also einmal Sudoneku, der auch natürlich an Neku angelehnt ist. Von The World Ends With You. Der hat's, Feuerer, Kreiswurf und Glücksklinge. Naja, nicht so geil, to be honest. Miezekönig, Funkra, Blitzattacke und Trotzkopf. Ja, ganz nett. Und dann haben wir noch den Possenpanda. Ich sag ja, es gibt noch einen anderen Panda und das ist er hier mit dem Partyhut auf. Esprit und Brutalo plus Luftstaccato. Ja, der war auch ganz nett. Muss ich ganz ehrlich sagen, der war ganz nett. Besser als der andere Panda-Bär um Längen. Ja, das wär's. Das waren alle Traumfänger, Leute. Alle Traumfänger, die es gibt. Weil hier konnte ich ganz genau sehen, ich jetzt hier nicht auf Trophäenschrank gehe, dass mir Sachen gefehlt haben, weil ich habe nicht diese Trophäe bekommen. Das hier verstehe ich übrigens nicht. Beweis, dass du im freien Fluss 1000 Gegner besiegt hast. Ich habe eigentlich schon 5000 besiegt und kriegst nicht. Hier gibt es scheinbar noch irgendwelche Schlüsselschwerter. By the way, das hier habe ich vervollständigt. Beweis für über 7.500.000 Punkte im Tauchmodus. Ich habe überall die Goldmedaille geholt. Das habe ich offscreen gemacht, weil da ändert sich ja nicht viel. Einfach das alles ein bisschen schneller, ein bisschen besser machen mit Sora und Riku. Und dafür, dass man überall die Goldmedaille hat, hat man sogar noch was bekommen. Haltet euch fest. Soll ich euch sagen, was man bekommen hat? Schlüsselschwerter. Und zwar den Flügeltaucher. Neues Schlüsselschwert. Hat jetzt nicht die besten Werte. Aber hätte man ja auch schon, zu Beginn der letzten Welt dann bekommen. Dafür geht's. 12-15. Schlüsselschwert mit hohem Magiewert, den kritische Treffer leichter werden. Naja. Und ich glaube, die letzte Schlüsselschwerter bekommt man dann tatsächlich für die flinken Flitzer. Mal gucken, ob wir das dann auch noch vervollständigen können. Das sieht ganz nice aus, ne? Warum nicht? Aber ja, das war's basically. Das war der Bonus-Part zu den Traumfängern. Mehr gibt's nicht zu sagen. Kommandos? Weil sich hier noch was verändert hat? Ich weiß nicht, Mann. Das sind jetzt die ganzen Kommandos, die ich habe. Giftstürze sind freigespielt. Zum Suchen. Ja. Das sind die ganzen Sachen, die man am Ende hat. Das ist schon einiges, ne? Boah, viel Magnetspiral. Die habe ich halt für einen Drop manchmal immer bekommen. Boah, so viel Sinistra-Folge. Das war nice. Könnte man ein ganzes Deck mitmachen mit Riku. Why not? Das ist schon heftig, ey. Man bekommt aber nur zweimal Balloon-Gar. Der Witz ist, hier kann man sich auch Balloon-Gar noch kaufen. Das werde ich wahrscheinlich auch machen. Sanctus ist richtig stark. Das muss ich euch mal demonstrieren. Vanitas bekommen wir auch nur einmal. Ganz komisch. Nur ein Final Elixier. Yikes. Also Sanctus, ich zeige euch das mal ganz gerne. Oh, das lädt noch auf. Fuck. Na ja, komm. Hier kommen doch, glaube ich, Gegner, ne? Das ist so cool. Guck, und schon alle tot. Wow. Das ist Sanctus, Leute. Das ist eine coole Fähigkeit. Die habe ich echt lieb geworden. Verbraucht aber auch zwei Slots. Hat halt die Mieze-Blume. Und ja, Simba heißt er bei mir. Der Aura-Löwe, ich glaube, so heißt er offiziell. Cool, Leute. Da machen wir beim nächsten Mal die flinken Flitzer. Wir fangen damit an. Wir haben super viele Traumfänger. Ich weiß nicht, ob wir jeden mal einmal nehmen können. Ich werde mir was einfallen lassen. Auf jeden Fall, Daumen hoch, falls es euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal.
Bis dann und ciao. We'll be right back.